Hallo zusammen. Nach der Sommerpause hat der Deutsche Bundestag jetzt die Gesetzgebungsarbeiten wieder aufgenommen. Wir haben diese Sitzungswoche zwei wichtige Gesetze verabschiedet. Zum einen haben wir den Zugang zur Kurzarbeit noch einmal um 3 Monate verlängert. Das heißt, bis Ende des Jahres können Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich darauf verlassen, dass sie vereinfacht auf dieses bewährte Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen zugreifen können. Außerdem haben wir die Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen von 19% auf 7% abgesenkt. Das soll dazu beitragen, Verbraucher zu entlasten bei den stark gestiegenen Energiepreisen. Viel wichtiger war aber eine Ankündigung außerhalb des Bundestages. Die Bundesregierung unter Leitung von Kanzler Scholz hat beschlossen, 200 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand zu nehmen, um die Energiepreise in ihrem Anstieg zu dämpfen und um die Wirtschaft zu stabilisieren und die Privathaushalte zu entlasten. Damit haben wir ein starkes Signal gesetzt, dass trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sich darauf verlassen können, dass der Staat an ihrer Seite steht und dass Wirtschaft und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Also unterm Strich eine wichtige und gute Woche. In diesem Sinne, it's tea time.